Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind in Part 17 und jetzt treten wir diesem Dungeon Boss ordentlich in den Arsch, einfach weil es verdient hat. Naja, noch nicht ganz, aber wir werden ihn bald in den Arsch treten, hoffe ich mal. Und diese Fledermäuse werde ich alle essen. Ich mache alle auf Ozzy Osbourne, ich beiße ihr den Kopf ab. No. Lass mich in Ruhe! So, gibt's hier was zu tun? Oh, verdammte! Nix springen, einfach nur schieben. Und hier offen machen. Oh, rein. Oh nein, ich wurde noch mit erwischt. So eine Scheiße. Kannst du nicht mal Bomben legen, aufpassen, dass du dich nicht selbst erwischt. Und ich habe die Stoppuhr wieder verpasst und ich weiß genau, dass wenn ich das Ding berühre, es sich bewegt. Was habe ich gesagt? Oh verdammt. Oh, das war knapp. Skulptula! Und ein ansonsten leerer Raum. Wäre praktisch, wenn ich ein Lied spielen könnte, das mich wieder voll heilt. Oh nein. Nein! Verdammter Dreck. Nein! Oh Gott. Besiegt von einer Fledermaus. Eine größere Schmach gibt's gar nicht. Da ist eine Fee. Was? Nein, die Fee. Ah. Puh. Ich dachte schon, ich müsste rein. Meine süße kleine Fee. Au. So, das wird jetzt da runtergeschoben. Wird das da in den Slot Sockel? Mein Gott, lass mich in Ruhe, ich krieg zu viel. Ich brech zusammen. Ja, endlich können wir dann mit der Story fort. Fledermäuse. Ich hasse sie, ich werde sie immer hassen. So, der Endgegner wird jetzt mit Bomben platt gemacht. Hey, eine Kiste. Oh, Bomben. Muss ich ehrlich einfach eine Bombe in die Mitte legen? Oh, nein. Ach klar, so ein tiefer Fall, das war easy peasy. Was zur Hölle? Inferno Saurus King Dodongo! Der sieht irgendwie. Ja, ja, nimm! Verdammt! Oh,
Nein, jetzt. Nein. Puh, was soll ich tun? Alter. Au. Komm, mach den Mund auf. Sag A, sag A. Ich eh. Oh. Hier, nimm das. Oder das. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ich will Navi gar nicht hören, aber ich lese mir trotzdem durch. Schlag ihn mit deinem Schwert. Oh ja, toll, so weit wäre ich auch gekommen. Was? Nein, was tust du denn? Ich mach dich gleich mit Bomben platt, ja. Jetzt das Schwert. Au. Ach, wo willst du denn hin? Nein, nicht schon wieder. Puh. Nur einmal Schaden bekommen. Ich wünsche guten Appetit. Wir haben heute das Bomberei im Angebot. Bitte schön. Einmal Bomberei der Herr. Als Dessert gibt's dann Bombe aller geworden. So, die Rechnung bitte. Ich nehme einen Herzcontainer und einen so einen Warp-Dingen. Der kullert aber schief. Alle Bosse fangen an zu brennen. Und die Lava erkaltet. So, Herzteil. Container. Fünf Herzen! Und wehe, der gibt mir jetzt den roten Stein nicht. Dann kriege ich aber einen Kackreiz hier. Dann werde ich zum Feind aller Goronen. Jau, er schlag mich fast. Ich bin es, Darunia, du hast deine Prüfung bestanden. Dank deiner Hilfe können wir nun wieder den die schmackhaften Schweine aus der Höhle verspeisen. Welch aufregendes Abenteuer. Es liefert Stoff für eine Legende. Noch immer kann ich nicht glauben, dass die Dodongons, die wir für ausgestorben hielten, in so großer Anzahl zurückkehren. Und der Fels, der den Eingang der Höhle versperrte. Für all dies war Ganondorf, der Gerudo-König, verantwortlich. Er sprach, gib mir den heiligen Stein und ich werde eure Höhle wieder öffnen. Du hast dein Leben für uns riskiert. Ich mag dich, Kleiner. Was hältst du davon, wenn ich dir ein paar Süßigkeiten gebe? Du musst nur in mein Auto steigen. Ja, ja, komm, jetzt gib her hier. Hier, nimm die Süßigkeiten. Du musst nur in mein Auto steigen. Yay! Brackeny! Phew, der rote Stein. Wurde auch Zeit. Hat ja nur etliche Parts gedauert. Thank you.
Der Goron-Opal. Von den Goronen wurde dir dieser heilige Stein des Feuers übergeben. Eine große Ehre, Blutsbrüderschaft mit einem Goron zu schließen. Du besitzt nun zwei heilige Steine. Suche nach dem dritten. Bruder, du solltest stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Die Fee auf dem Gipfel des Todesberges hilft dir dabei. Freunde, lasst uns unseren Bruder verabschieden. So, keine Ahnung, irgendwie ist Emulator gerade abgekackt. Jedenfalls hatte ich dann so ein Standbild und dann war die Cutscene zu Ende. Naja, egal. War anscheinend eh nicht mehr viel so, was ich soundmäßig gehört hatte. Ich hoffe mal, Fraps hat das einigermaßen mit aufgenommen. Oh nein. Oh, Rubine, ich hasse sie. Und also gehen wir mal da die Fee besuchen. Ausgesetzt, ich schaffe das so, Rubine. Ich hasse Rubine. Rubine sind so Rubine-mäßig. Hey, ein Loch. Eine Kuh. Yo, Muku, was geht? Eine Kuh, okay. Dann wollen wir mal weiter. Was? Boom. Wie komme ich da jetzt rein? Ja. Ah, okay. Der Todesberg ist echt schlimm. Was willst du mir sagen, Navi? Wenn ich mich ja, ich will doch zu der Fee. Also, lass mich das doch machen. Nervt mich doch nicht immer. Da, 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 da. Ich frage mich schon, wo die Steine runterkommen. Nicht mal in der... Die waren doch unter freiem Himmel. Nein, nein. Oh. Hab ich denn noch Schleudermunition? Na. Da, wieso? Wo war das Problem? Oh, ich höre einen Skulptler. Und auf geht's nach oben. Ach, und noch so eine Spinne, die uns eh nichts anhaben kann. Oh, zwei Herzen. Hm, nee. Dafür kletter ich nicht nochmal runter. Tutorial-Eule? Du hast dich bisher gut geschlagen, Link. Dies ist der Gipfel des Todesberges. Man sagt, die Wolken, die den Gipfel umgeben, spiegeln den Zustand des Berges wider. Sind sie weiß, herrscht Frieden. Dein Aufstieg zum Metapher, du bist... Ja, egal.
eine mächtige Fee lebt hier oben. Sie ist die Mutter aller Feen. Suche sie auf und sie wird dich belohnen. Ich werde hier auf dich warten. Willst du zurück zum Fuß des Berges, so werde ich dir helfen gehen. Achso, okay. Das ist cool. Danke. Du bist einmal richtig cool, Eule. Du sagst mir, fragst mich nicht, ob ich das verstanden habe. Das zeigt mir dein Vertrauen. Hey, Feenquelle. Oh, heißt die Fee hässlich. Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee der Fähigkeiten. Ich verleihe dir meine Macht. Meine neue Schwerttechnik. Sei bereit. Du beherrschst kraftvolle Wirbelattacke. Halte B gedrückt. Ja, kenne ich. Da. Sammelst du die Kraft für eine Wirbelattacke, so brauchst du magische Energie. Achte also auf deine grüne Magieleiste. Sag mal, du bist doch ein Bote der königlichen Familie, oder? Wenn du wieder dort bist, dann schau in der Nähe des Schlosses bei einer guten Freundin von mir vorbei. Sie hat bestimmt auch etwas für dich, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Okay. Bist du vom Kampf erschöpft? Suche mich einfach wieder. Yay, wir haben ein grünes Bällchen. Na, komm, einmal im Kreis. Na. Na, dreh dich doch. Na, naja, egal, während ich das noch ein bisschen übe. Wartet ihr einfach auf den nächsten Part. Bis dahin, ciao.